Willkommen zu Folge 10 der EAFC-Karriere mit dem RBFC. Wir gehen rein ins Saisonfinale. Wir haben noch ein Ligaspiel übrig in München und werden heute vor allem eine ganze Menge Kaderplanung, Vertragsverlängerung und so weiter machen. Rein gehen wir erstmal in die Teamzentrale, um uns einen Überblick zu verschaffen. Ja, wir sehen, dass die Moral absolut bodenlos ist, das auf jeden Fall schon mal. Und sortieren erstmal nach ablaufendem Vertrag und gucken, wen wir behalten müssen für nächste Saison. So, diese Verträge laufen also aus. Alles unter einer 50 kann definitiv schon mal weg. Ja, das sind Demir, Schmidt, Jansen, gut, der ist 17 Jahre alt, den behalten wir. Dann haben wir Castillo, der kommt weg, Schäfer, Schneider, der ist 17, den behalten wir. Hoffmann überlegen wir uns nochmal, Marktwert 100.000, damit müssen wir ihn eigentlich behalten. Braun ist sowieso schon weg und Winter ist auch weg. Die beiden hier sind einfach schon letztes Mal gewechselt in der Folge, einfach zwischendurch. Ja, die sind 29, knapp unter einer 60, Ergänzungsspieler, aber ja, ganz ehrlich, das war nicht optimal, die hatten sowieso negative Moral und daher ist es okay. Wir gehen rein in die erste Vertragsverhandlung der heutigen Folge mit Schneider heißt er. Ja, Kilian Schneider, 50 Gesamtstärke als Stürmer, Rotationsrolle kann er haben, das ist denke ich okay. Ja, dann machen wir mal weiter, ein Dreijahresvertrag für das Alter ist auch in Ordnung. Freigabesumme übergehen, das werden wir immer so ziemlich machen. Nö, Freigabesumme ablehnen, dann soll er einfach ein bisschen mehr Geld kriegen und gut ist. So, und Gehalt schlagen wir einfach mal vor, 1000 Euro die Woche, das muss passen. Und 10.000 Euro Einstiegsgehalt, also Einstiegsbonus, nicht Gehalt zum Glück. Ja, und damit sollte er zufrieden sein, sehr gut, und wir haben mit dem ersten schon mal verlängert. Direkt den anderen 17-Jährigen hinterher, Fabian Jansen. ZDM bzw. Innenverteidigung kann er ebenfalls, ja, sporadische Rolle will er sogar nur. Okay, nehme ich natürlich auch mit, dann müssen wir ihm umso weniger Spielzeit geben. 4 Jahre möchte er haben, ist okay. Ja, Freigabesumme nicht, also Freigabesumme macht für uns auch absolut keinen Sinn, das da reinzuhandeln. Ja, und dann kann er meinetwegen auch ebenfalls 1000 Euro haben pro Woche und 10.000 Euro Einstiegsbonus. Und weiter geht's, das wird er nämlich sehr wahrscheinlich annehmen, sehr gut. Wer hat eigentlich mit 17 Jahren eine Glatze? Also ich will das jetzt nicht Bodyshame hier, aber Junge, so einen krassen Bart hier rausholen und dann denkt er sich so, mit 17 Jahren eine Glatze steht mir jetzt ganz gut, oder was? Ja, keine Ahnung, also manche FIFA-Spieler hier oder EAFC-Charaktere, die sehen echt random aus. Ali Demir hier mit 34 Jahren und dann als Türke, ja, stabil, lübt. Ich suche gerade einfach nochmal durch, wer vielleicht einen Vertrag hat, der nicht so ganz okay ist. Und dass wir da einfach nochmal eine Gehaltserhöhung aussprechen. Aber es sind so ziemlich alle zufrieden. Jansen hier, 24 Jahre jung, der ist nicht zufrieden mit seinem Vertrag. Was bekommt der denn bitte für Geld? Kann man das hier sehen jetzt einfach da, so auf Finanzen? Ja, 650 Euro kommen, dann kriegst du auch 1000 Euro glatt. Das ist aktuell wirklich so einfach die Standardsumme für alle Leute. Rotation mit einer 54 ist okay, ein Jahr verlängern. Er hatte sowieso noch über ein Jahr Freigabesumme überspringen. Und eben wieder die 1000 Euro, aber jetzt mal ohne Einstiegsbonus, das muss ja ohne gehen. Und das geht auch. Und mit Hofmann verlängern wir jetzt ebenfalls genau die gleichen Konditionen wie alle anderen auch. Einfach wieder 1000 Euro pro Woche. Das ist aktuell hier der sozialistische Erdbeerverein. Keine Ahnung, alle verdienen gleich viel. Der nächste Schritt ist jetzt einfach wieder Scouting-Aufträge auszuteilen für Stürmer, für Rechts- und Linksverteidiger. Und noch ein bisschen den Jugendscout wieder in Bewegung zu setzen. So, Jugendstab haben wir aktuell wieder Bogdan Dragan, den schicken wir erneut nach Deutschland, wieder mal für 9 Monate, 270.000 Euro kostet der Spaß und wir können mal eben gucken, was wir noch so übrig behalten, denn das wird jetzt tatsächlich nicht viel sein, ja 180.000 sind das noch, ja das ist echt nicht mehr viel. Ja, wenn wir gerade bei Scout-Aufträgen sind, da brauchen wir natürlich auch noch einen guten Torhüter, auch ebenfalls mit Stammspielerqualität. Rein da und wir warten einfach mal ab, was da passiert. Blicken wir mal auf den Jugendstab jetzt eben. Ja, können wir da noch jemanden verpflichten? Nein, das ist absolut nicht drin. Hier für 19.000 könnte man machen, ganz schlechten Scout. Ja, das könnte man theoretisch machen. Aber ich meine jetzt gerade in diesem Moment lieber nicht. Die nächste Frage ist jetzt, wen können wir aus der Jugendmannschaft hochziehen? Was mir by the way mal auffällt, wenn wir doch in Deutschland suchen, warum ist hier jemand aus Ägypten, aus Dänemark, aus China? Ja, okay, und dann kommen die Deutschen, aber hä? Also what the fuck? Das macht gar keinen Sinn. Und wenn wir ehrlich sind, ist das aber auch leider kein wirklich guter Kader.
Man kann hier überlegen, Shao Kang, was kann der so? Haha. Ja, also besonders viel leider noch nicht. Hat eine 53. Schäfer, auch da ist es das eher nicht so. Spezialbewegung passt auch nicht. Ja, Schulz. Das sind ganz schön viele Leute, die hier überhaupt in Frage kommen, wenn dann fürs rechte Mittelfeld. Ja, also von denen ist es leider absolut keiner. Und Neumann, den können wir auch mal eben freigeben. Genauso wie Walter. Also, come on, die brauchen wir absolut nicht. Gut, dann gehen wir rein bei 1860 München. Das letzte Spiel der dritten Liga, der ersten Saison von unserem RBFC. Und ja, wir schauen einfach nochmal, was heute drin ist, bevor wir dann gleich wieder an die Vertragsverlängerung, Kaderplanung und so weiter gehen. Und natürlich auch gucken, was das Fazit der ersten Saison ist. Sowohl wirtschaftlich als auch ja von den sportlichen Zielen, die der Vorstand uns gesteckt hat. Da sieht es ja auch teilweise echt nicht gut aus. Ah, das war knapp abseits. Boah, aber wirklich relativ knapp. Ja, Peters, ein Ausfallschritt nach vorne, so zu weit. Ja, sonst wäre das definitiv kein Abseits gewesen. Einfach ein bisschen zu früh gestartet. Becker sehr gut gemacht. Hansen, ja, wird leider geblockt. Ist aber scheinbar auch Hand gewesen. Okay, gut. Dann können wir weitermachen. So, Becker nach vorne. Ne, direkt unterbunden. Aber jetzt aber Becker holt sich den Ball schön zurück, spielt ihn auf Peters. Unsere Chance für den Angriff. Hansen steckt durch und Werner am Ende unten flach in die Ecke. 1 zu 0. Aber aus der letzten Folge wisst ihr ja schon, so eine EFC-Führung, die ist ja scheinbar echt nicht viel wert. Ich hoffe, wir bringen es diesmal durch. 1860 München wieder im Angriff. Ich versuche mich hier auch immer so ein bisschen außerhalb vom 16er hinzustellen, wenn das da irgendwie knapp wird und mit einer Reinflanke. Einfach, ja, damit im Endeffekt wir den Ball nicht an die Hand kriegen. Da habe ich echt hier mit EAFC richtig Angst, dass sowas Elfmeter gibt. Kopfballsituation wird zum Glück nicht gefährlich, geht direkt an Pfosten. Ja, David wäre aber auch am Start gewesen. Merino jetzt von weiter hinten. Gefährlicher Ball nach vorne. Also gute Konterchance, die wir leider so wieder direkt verlieren. Aber Merino gut reingeworfen. Kommt Demir in seinem Abschluss- oder Abschiedsspiel. Auch da will ich nochmal eine gute Leistung sehen. Winter leider mit dem Foul. Ja, Freistoß für die Bayern. Für die Bayern Light, wenn ich das so sagen darf. Darf ich bestimmt nicht. Das gibt wieder richtig Beef. Also ich sehe schon, wie die Kommentare explodieren. Ja, gut, bei dem Freistoß. Ja, da sollte man lieber nicht zu laut werden. So, 19. Spielminute, 1-0 Führung. Oh, schön reingeflankt und da steht auch mal Peters im 16-Meter-Raum. Fast schon, ja, am Elfmeterpunkt. Und da ist das Tor 2-0, RBFC. Aber auch einem 2-0 traue ich noch längst nicht über den Weg. Kurz reingeflankt hier, verlängert per Kopf und dann stand Peters da ja ziemlich genau am Elfmeterpunkt und verwandelt souverän. 2-0 Führung, das Ganze nach 22 Minuten. Ja, und jetzt geht es nämlich direkt los. Der erste Angriff danach und es endet am Aluminium. Ja, David schießt den Dankeschön endlich mal weg. So, weitermachen bitte. Der erste Angriff auch gleich wieder ans Aluminium, ne? Das glaube ich doch nicht. Oh Mann, ey. Demir, ja, da steht's auch ein bisschen passiv, Junge. Jetzt wird's gefährlich und dann ist es halt der zweite Angriff, der dann drin ist. Und der 1860 München hat hier auch richtig was vor noch. 2 zu 1, also nur noch unsere Führung. Ja, komm, jetzt bringen wir es aber durch. Also wir machen das jetzt nicht wie gegen Halle in der letzten Folge. Also dann einfach 2-0 in Führung gehen und sich noch 4 Gegentore schnappen. Das passiert heute nicht. Ja, wir sind aber schon wieder auf bestem Weg dazu. David macht das nochmal gut. Auch für ihn ist es ja das letzte Spiel im Torwarttrikot des EFCs. Ja, kann man eigentlich dann sehen, wohin die dann verschwinden, also wie die weitermachen? Eigentlich müsste man das ja sehen. Ich weiß aber nicht so richtig. Weil es sind ja auch irgendwie erstellte Spieler. Also die gibt es ja obviously nicht in echt. Sondern die wurden jetzt hier für diese Karriere erstellt. Und was dann aus denen wird, wäre vielleicht auch mal spannend. Gut, David ist 35 Jahre alt, also da, wobei für ein Torwart, naja, never mind, also kann man schlecht sagen, was aus ihm wird. Wäre aber mal spannend, das zu beobachten, finde ich zumindest. Also bei einigen Leuten jetzt, ne, die uns schon verlassen, da auf jeden Fall. Ja, Adrian Becker macht das hier richtig, ja, gut, wollte ich sagen. Zumindest an einem ist er gut vorbeigekommen. Auch endlich mal ein paar schnellere Spieler jetzt für nächstes Jahr verpflichten, das wäre ein Traum. Ihr seht ja schon, wie ich mit Adebayo Smith mich immer freue, wenn der irgendwie kontern kann. Und der hat eine Pace von 68 oder so.
Also jetzt kein Vergleich, auch nur annähernd zu Ultimate Team. Aber gegen die hier, die teilweise 40, 50 Antritt und so einen Scheiß haben, da ist das schon natürlich ein Unterschied, ne? Ja, Becker ist auch ein ganz vernünftiger Spieler mit einer 65. Das ist mit unser Herzstück der Mannschaft. Peters, das war nicht abseits, aber er kommt so ein bisschen reingebissen in den Zweikampf. Hä? Jetzt ist abseits oder was? Nee, aber Halbzeit. Da sollte man vielleicht auch mal drauf achten, sehr geehrter Herr Eder. Ja, so. Zweite Halbzeit wird angepfiffen. Wir müssen es jetzt einfach nur rumbringen. Komm, geh da rein, voll mit der Grätsche. Hast ja absolut nichts zu verlieren. Letztes Spiel, also eine gelbe kannst du da ruhig abholen. So, weiter geht's mit Becker. Das macht er schon mal gut an einem vorbei. Sollte jetzt zumindest in den 16er kommen, um zu schießen. Becker mit der Chance. Und Nachschuss wird leider verhindert. Dem hier rein. Bleibt doch auf den Beinen, Mann, oder? Ne, es ist faul. Aber Stürmerfaul. Huch, was war das denn? War das vielleicht ein Foul von hinten? Naja, wir schauen mal, was es da für eine Karte gibt. Das sah ein bisschen schmerzhaft aus, ist aber zum Glück nur gelb für Hoffmann. Ne, für Hansen ist das okay. Oh, gute Chance für 1860 München. Was macht David denn da? Stürmt da raus, aber legt ihn sich quasi nur hin mit der Hand. Ja, dann nimm ihn entweder auf oder hau den weg, aber einfach mit der Hand gegen den Ball hauen. Ja, quasi einfach nur den Ball stoppen für den Stürmer. Das ist absolut nicht gut gewesen. Ausgleich von 1860 München. Und schaut euch einfach mal an. Ich meine, kommt der Pass noch rüber. Aber David da mit der Hand, ja, der streichelt dann einfach einmal rüber oder so. Dann machen wir jetzt mal ein paar Auswechslungen. So, ein paar Leute, die noch ihre Abschiedstournee jetzt ebenfalls antreten. Auch nochmal circa so 30 bis 35 Minuten bekommen. Und rein geht 2 zu 2. Mindestens den Punkt hier bewahren, retten. Vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr. Oh, Ecke von 1860 München kurz ausgeführt. Wollen jetzt hier irgendwie zum Schuss kommen. Ja, klappt nicht. Sehr gut und Konterchance für uns. Hansen jetzt vielleicht. Muss dann nochmal Winter mitnehmen über den linken Flügel. Macht er aber auch sehr gut. Und hier können wir zumindest ein paar Meter machen vorne in den Angriff rein. Leider stellt die Verteidigung uns gut zu. Hansen jetzt hinten rum. Und da steht da Merino, der abziehen kann an den Pfosten. Wow. Das war immerhin mal im zweiten Durchgang hier eine gute Chance vom RBFC. Kaum zu glauben, dass es das dann auch noch in der zweiten Hälfte gibt. Hansen spielt auf Müller und der kommt in eine gute Position. Jetzt nämlich zum Führungstreffer. Wow, da ist es direkt dann der zweite Angriff hinterher. Und wir sind mal wieder in Führung. Jungs, daran hatte ich niemals geglaubt. Ja, 3 zu 2 Führung in München bei 1860. So kann man das machen. Warum spielen wir eigentlich nicht in der Allianz Arena? Ich hab Fragen, ey. Hör auf zu fragen, Eder. Gewinn einfach das Spiel. Wo wollte er den jetzt durchlassen? Keine Ahnung. Auf Mal führt der EFC und ja, 1860 ist völlig von dem Wickel, von der Rolle, wie auch immer. So, dem hier Abschiedsspiel hier, rechter Flügel. Mach nochmal ein paar Meter. Meter for Glory oder auch nicht, denn er verliert den Ball. Und holt sich ein unnötiges Foul für eine gelbe Karte ab, wahrscheinlich. Aber wir haben die 80. Spielminute schon durch. Noch einmal jetzt hier in Ballbesitz kommen. Dann können wir nämlich gleich auswechseln und unseren Leuten die verdiente letzte Auswechslung beim RBFC gönnen. Ja, jetzt aber erstmal gucken, dass wir das noch ins ruhige Fahrwasser bringen. Adebayo Smith nochmal über Winter, linke Seite durch. Leg ihn dir schön hin. Sehr gut. Und jetzt vielleicht nochmal Winter, der ihn rüberlegen kann. Nö, eine Ecke gibt's aber. Ja, und da gibt's nochmal Gelb für Demir, kurz bevor er jetzt seine letzte Reise nach unten antreten kann. Wir wechseln aus und das bedeutet, die Nummer 1 geht vom Platz. Und dafür kommt Anton Wagner, unser zweiter Torhüter. David geht also in seinen verdienten Ruhestand, zumindest beim RBFC. Was dann noch kommt, werden wir ja sehen. Und das gleiche wie eben schon angesprochen, auch Ali Demir verlässt den Platz zum letzten Mal hier. Und dafür kommt Hoffmann einfach als kurzfristiger Ersatz, der nochmal ein paar Minuten mitnimmt. So, 87. Minute, nochmal eine Ecke reintreten auf Ziegler, auf den größten Mann, den wir da haben. So, Winter nochmal hinten rum. Müller in den 16er rein, naja, verhaspelt sich so ein bisschen. Das wäre natürlich ein extrem geiler Abschied hier mit einem Sieg das Ganze zu beenden. Also die Karriere von den jeweiligen Spielern von der ersten Saison auch hier. Die haben uns bei der Gründung begleitet. Ja, da sollten die sich das auf jeden Fall dann verdienen.
So, die letzten Sekunden dieser ersten Saison treten nun also an. 1860 nochmal im Angriff. Komm, das war auch jetzt ein Querpass zu viel. Genau, das sieht die Schiedsrichterin auch so. Sehr schön. Und wir gehen raus aus Saison 1 mit einem Sieg in München. Verdient aber auch das Ganze. Und vielleicht ja ein Lichtblick dann für Saison 2. Wir schauen mal, was es jetzt als Fazit dieser ersten Saison also gibt. Turnierpreisgeld 1,6 Millionen. Ja, ich weiß nicht, sollen wir uns darüber freuen oder nicht? Wir hätten wahrscheinlich deutlich besser abschließen können die Saison. Dann würde es da einfach mehr Geld für geben. Naja, jetzt müssen wir also mit Platz 14 leben. So ist das Ganze. Wir haben einen weiteren Abgang von Anton Wagner. Den habt ihr eben noch bei der Einwechslung gesehen. Wir haben einfach ein Angebot für 100.000 angenommen. Das war scheinbar auch der Best Deal. Es gibt ein monatliches Scouting-Update. Auch das könnte ja nochmal interessant sein für uns. Mats Klein, 18 Jahre alt, den nehmen wir trotzdem mal mit dazu. Und ja, die anderen sind es dann tatsächlich nicht. Immerhin haben wir aber die Ziele für die Nachwuchsentwicklung geschafft. Somit ist auch oben links von den Gesamtzielen alles im grünen Bereich. 80er Gesamtwertung für uns. Ja, das ist okay. Wir haben einen Spieler zu wenig verpflichtet oder irgendwie sowas. Ja, come on, ist so. Wir haben sogar die schlechte Platzierung vermieden mit Platz 14. Also da können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und ich würde sagen, wir haben unseren neuen Stammtorwart gefunden fürs nächste Jahr. Nämlich Matthias Schmidt. Ja, oder Schmidt. Ich nenne ihn Schmidt. So. Der ist nämlich 1,95 groß. Perfekt für einen Torwart. Ja, hat eine 57er Gesamtstärke. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich meine, gut, es ist jetzt keine 60. Aber da der 18 Jahre jung ist, können wir das verkraften. Zum Profi befördern. Los geht's, ihr habt hier unseren neuen Stammtorwart gesehen. Barcelona gewinnt die Champions League, okay, interessante Neuigkeiten. Boah, und wer ist er denn, Jonas Hahn? Vielleicht sogar eine 71er Gesamtstärke, 87er Potenzial in der Spitze. Das ist einer, auf den wir uns freuen können. Ben Schäfer verpflichten wir auch noch. Ja, da hört es dann auch schon wieder auf. Okay, wir drücken auf Saison beenden, gehen also in Saison 2 über. Die Bewertung ist ganz okay, ja, da wir jetzt ja abschließend die Ziele auch erreicht haben. Und ja, gehen über in Saison 2. Lol, bin ich lost. David hat einfach noch 12 Monate Vertrag, wird aber selbstverständlich nicht die Nummer 1 haben und auch nicht spielen mit einer 52. Das ist ja sowas von klar. Ja, huch, dann ist David uns wohl weiterhin erhalten geblieben. Aber alles Weitere, das seht ihr dann eben in der nächsten Folge, nämlich in Folge 11. Die wird in ein paar Tagen erst kommen, vielleicht auch erst in einer Woche. Ich kann noch nichts Genaues versprechen, weil jetzt startet nämlich bald, zumindest so müsste es sein, das neue Projekt F1-24. Schaut da gerne rein, das wird auch cool. Eine Fahrerkarriere, da soll einiges neu sein und ich will euch jetzt gar nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, ihr seid trotzdem gehypt auf eine Drittligasaison, wo wir um den Titel, um den Aufstieg spielen werden. Dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.